Hallo und herzlich willkommen zu Festool TV. In dieser Folge geht es um das 18-Volt-System, aber nicht um so einen kleinen Akkuschrauber. Nee, um was viel, viel Besseres. Lasst euch überraschen. Ja, sicherlich revolutionär ist diese Akku-Tischkreissäge im 18-Volt-System. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Ganze hier zusammen auf einem kleinen Trolley, auf einem Untergestell, das Ganze hier dann mit zwei Systemen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich das hier mit so einem Gurt verbunden, sodass ich hier auch eventuell mehrere Systeme noch hier transportieren kann. In dem einen System ist die Energieversorgung. Das heißt, ich habe hier meine Akkupacks und mein Ladegerät. Und auf der anderen Seite dann in diesem System meine Akku-Tischkreissäge. Wie die genau aussieht und wie die funktioniert, zeige ich euch gleich. Denn zuvor möchte ich euch gerne hier dieses Untergestell zeigen. Und zwar haben wir hier Füße versteckt, die ich sehr komfortabel ausklappen kann. Und letztendlich dann dieses Untergestell auch als Tisch einsetzen kann. Diese Schaufel, die ich letztendlich ja verwendet habe, um die Systeme zu stapeln, kann ich abklappen. Und die haben hier noch so kleine Füße da dran. Und die sorgen dafür, dass ich hier in diese Fläche keine Steine vom Boden hier hineindrücke. So habe ich hier eine saubere Ablage, wo ich an der Baustelle eventuell vielleicht da Türen kürzen kann oder sonstige Arbeiten durchführen kann. Also eine solide Basis. Auf dieser Platte hier habe ich dann die Löcher zum, mit der Klemme zum Arbeiten und auch hier verschiedene Ausfräsungen, die es mir nachher erlauben, mit der Systemer Akku-Tischkreissäge optimal zu arbeiten. Schauen wir uns das Ganze jetzt hier mal an. Verpackt im Systemer ca. 20 Kilo und diese kleinen Markierungen zeigen mir hier, wo die Position ist von der Säge. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, was hat so eine Säge überhaupt für einen Vorteil für den Handwerker? Und ihr seht, das Ganze schön verpackt, klein, handlich. Und im Deckel ist die Säge und alles Zubehör, was ich dazu benötige. Wenn ich jetzt hier starten möchte, habe ich hier meine Aufnahmen für die Akkupacks. Finde ich in meinem Energiesystem 2x 18 Volt, also in Summe 36 Volt, ähnlich wie bei den, wie bei der TS55 oder TS60. Und sobald ich diese jetzt eingeschoben habe, schiebe ich mal das Ganze hier zur Seite. So hat man hier auch gleich einen Blick auf dieses Bedienfeld. Und wenn ich den Hauptschalter hier einschalte, sehen wir automatisch gleich dieses Display. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Handwerker, der Schreiner in der Regel, hat ja große Formatkreissägen in seiner Schreinerei, wo er auch sehr präzise digital die Höhen und die Winkel ablesen kann. Aber auf der Baustelle hat er diesen Komfort nicht. Das heißt, hier ist er in der Regel mit Sägen konfrontiert, wo er hochkurbeln muss oder auch mechanisch diesen Winkel einstellen muss. Hier nun bei der Systemersäge CS50 geht es digital und man sieht jetzt hier, die Säge sagt zu mir, okay, wenn du mich zum ersten Mal in Betrieb nimmst, mach mal eine Referenzfahrt, drück mir hier drauf und das Sägeblatt geht jetzt automatisch in die Endpunkte nach unten, nach oben, in die Gradzahlen und macht somit praktisch seine erste Referenzfahrt. Das mache ich einmal, wenn ich die Maschine starte
und geht natürlich hier vollautomatisch, ähnlich wie bei einer großen Formatkreissäge. Sobald das Ganze hier dann erreicht wurde, in diesen maximalen Bereichen, gibt mir die Säge wieder hier Informationen durch einen Haken und jetzt habe ich hier die 30 mm Höhe eingestellt. Und das ist eigentlich sehr komfortabel, denn jetzt kann ich hier ganz individuell meine Höhe anpassen über dieses Drehrad für jede Materialstärke, die ich gern möchte und natürlich auch die Winkel. Das heißt 45 Grad sehr schnell bis auf Anschlag. Sobald die 45 Grad erreicht sind, habe ich jetzt noch die Möglichkeit, bis 47 Grad zu gehen und selbst noch hier im Zehntel-Millimeter-Bereich, im halben Grad-Bereich, das exakt einzustellen. Oder aber auch in der Höhe im Zehntel-Millimeter-Bereich digital einzustellen. Das Schöne daran ist, wenn ich jetzt hier Einstellungen habe, die ich immer wieder benötige, gehe ich hier in mein Menüfeld, kann mir hier nun diese Einstellung wählen, die ich vorher mir abgespeichert habe, drücke dann hier drauf und automatisch geht das Sägeblatt in die Position, die ich gerne möchte oder die ich mir vorher schon eingestellt habe. Immer nochmal eine wählen und ihr seht, automatisch geht es jetzt hier in die richtige Position. Und das ist natürlich schon ein Vorteil. Das heißt, hier würde ich präzises einstellen, präzise Höhen, Winkel. Und der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, ja, für welche Anwendungen? Und da denke ich natürlich ganz klar an Nutenschnitte, an Falze oder aber auch einfach an Gradpositionen, die ich immer wieder benötige, um Winkelgärungen herstellen zu können. Ich denke, eine tolle Sache. Und die nächste Geschichte ist natürlich, wenn ich hier zum Beispiel größere Materialien bearbeiten möchte, dann drücken wir hier drauf. Der Tisch geht automatisch nach oben und wenn ich jetzt hier Längsschnitte mache, dann kann ich, und ich drehe jetzt einfach mal die Säge zur Seite, diese kleine Schaufel wieder nach oben schwenken und habe nun eine Tischverlängerung, eine Ablage, das ist die gleiche Höhe. Meine Zubehörteile finde ich hier in meinem kleinen Systemer-Deckel. Ist hier wunderbar verstaut, zum Beispiel der Parallelanschlag. Setze mich hier drauf und ich kann den wunderbar hier positionieren. Maximales Maß 28 cm. Natürlich mit all den Vorteilen, die man von unserem Längsanschlag grundsätzlich kennt, auch von der CS50 oder CS70. Dann sehr komfortabel dieser Schiebetisch. Sehr soft. Kugel gelagert und wir können hier ebenfalls einen Winkelrastanschlag montieren, der hier arretiert wird und in die Position gebracht wird von 90 Grad bis 70 Grad. Die Tiefe, die Schnitttiefe hier beträgt 45 cm. Das heißt, ich kann hier maximal die 45 cm Schnitte durchführen. Und je nachdem, wenn ich jetzt lange Teile habe, kann ich das Ganze hier wieder umdrehen. Es ist sehr leicht und habe hier wieder die Auflage auf dieser Schaufel, sodass ich da immer wieder auch große Werkstücke bearbeiten kann. Und ihr seht, diese Maschine ist sehr handlich. Ich kann sie sehr schnell in verschiedene Positionen bringen und hier dann loslegen. Wenn wir jetzt hier mal in diesen Bereich reingehen, habe ich natürlich hier auch ein Spaltkeil mit einer Schutzfunktion. Das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Spaltkeil im hinteren Bereich, ich drehe es doch mal rum, ist besser zu sehen, im hinteren Bereich sehe, dann muss ich den vielleicht bei vielen Anwendungen entfernen, weil man hier natürlich das Sägeblatt verdecken müssen. Dazu gehen wir folgendermaßen vor. Ich gehe hier dann auf die Parkfunktion, drücke drauf, das Sägeblatt fährt dann auf diese Parkfunktion und das sichert mir die Möglichkeit, mit diesem Schlüssel im hinteren Bereich drauf zu drücken
Und jetzt kann ich hier den Spiker sehr komfortabel lösen. Der findet ebenfalls wieder seinen Platz und kann nun den Spalkei montieren, welcher hier das Sägeblatt vollkommen abdeckt und somit sicher arbeiten lässt. Nicht nur in der 90-Grad-Position, auch in den Schrägschnitten. Natürlich gibt es hier ebenfalls Zubehöre wie Sägeblätter und die finden auch hier ihren Platz im Deckel. Das heißt, ich drehe das einfach auf, habe dann hier so ein Sägeblatt drin, wo ebenfalls alle Informationen drin sind. Und last but not least, entweder ich arbeite hier mit so einem kleinen Staubsack im hinteren Bereich oder aber, was vielleicht noch viel interessanter ist, ich habe hier einen Akkusauger, welchen ich ebenfalls anschließen kann. Und zwar dann mit Bluetooth verbinden. Einmal hier einstecken. Drückt man hier auf die Bluetooth-Funktion. Und sobald ich die Maschine hier starte, läuft automatisch der Sauger an. Und ich denke, die Lautstärke ist wirklich gering. Das heißt, hier haben wir, der Sauger ist fast ein bisschen lauter sogar wie die Säge. Hier haben wir wirklich eine sehr, sehr leise Maschine. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, die Drehzahl nach oben zu gehen, um hier verschiedene Materialien zu bearbeiten mit den verschiedenen Sägeblättern. Aber ich denke, eine wirklich gelungene kleine Säge für Küchenmontage, ganzen Ladenbau, Möbelbau, hochwertiger Innenausbau, wo ich feine filigrane Sägungen durchführen kann und muss. Und natürlich nicht zu vergessen, der ambitionierte, sage ich mal, Profi-Heimwerker, der so eine kleine Säge auf engstem Raum sicherlich auch bei sich in der Garage gerne hätte. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen hier angeteasert, wenn man so schön sagen möchte. Viele dieser Dinge habe ich hier unten schon mal verlinkt und ich werde jetzt in den weiteren Folgen noch detaillierter auf diese Akku-Tischkreissäge, die Systener-Tischkreissäge von Fistool eingehen. Ich hoffe, ihr seid dabei, freue mich auf euch und übrigens dieses kleine Akkuschrauber in Eisform können wir euch auch im Fanshop erwerben. Alles unten verlinkt, bis dann, euer Frank.